besser morgen sein, als was ich das eigentlich nach so einer langen Tournee vorstellen kann. Aber sie werden morgen wirklich ein starkes Ding haben. Drücken mir, das steht fest. Es fühlt sich wirklich an wie ein Marathonläufer, der so um die letzte Kurve biegt und so am Ende so die Ziellinie erkennen kann. Bei jedem von uns, auch jetzt über diesen Zeitraum dieser 3 Jahre und dem letzten Jahr besonders, ein bisschen auch, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, die Angst davor gewachsen ist, in so ein tiefes Loch zu fallen und zu sagen, wir hören jetzt auf. Weil wir haben doch gesagt, wir hören auf. Wir sind jetzt Schluss. Wenn ich dann erinnert werde, dann versuche ich das auszuloten und lege es dann gleich wieder zur Seite, weil ich möchte eigentlich gar nicht an morgen denken, sondern ich möchte den Augenblick genießen und da stört morgen nur. Ich habe die Interviews von Rudolf gelesen oder von Matthias oder die haben Interviews von mir gelesen. Wie sich jeder denn zu diesen Fragen gestellt hat, das hatte sich im Laufe der Zeit, hat sich das verändert. Und irgendwann haben wir uns dann auch wieder ein bisschen angeglichen. Es sind gemischte Gefühle. Einerseits ist es ein trauriger Moment, denn ich bin überzeugt, obwohl wir uns ja nicht auflösen werden und vielleicht noch mal bei besonderen Events etwas in Zukunft machen werden, aber dass es in dieser Form doch das letzte Konzert sein wird. Diese Vorstellung, morgen ist das letzte Konzert und dann ist Schluss. Die können Sie schwer ertragen. Heute Abend ist es eindeutig. Da gibt es auch keine Vorbereitung für ein nächstes Konzert, wo man sich auch wieder so neu aufbauen müsste, wenn man vorher zu traurig war. Gerade jetzt in diesem Moment, wo es uns so viel Spaß macht, wo es so super läuft, ist es ehrlich gesagt eine abartige Vorstellung, das nicht mehr zu machen.